Horoskop, herzlich willkommen bei Glücksfreak Janine hier. Hallo Wassermannkind. Juni, die perfekte Zeit für einen Neustart. Neumond in den Zwillingen in Kombination mit dem 6-6-Portal. Mächtige Geschichte, das Erwachen aus dem Dornröschenschlaf und die Geburt neuer Ideen. Wassermannkind, dieses 6-6-Portal mit dieser Neumondenergie in den Zwillingen wird bei jedem von uns definitiv kleine und größere Veränderungen in Gang setzen. Das spüren wir ja auch alle, ne? Viele neue Ideen, neue Inspirationen und neue Möglichkeiten sind ganz, ganz stark im Feld, ja? Und glückliche Fügungen mit eingeschlossen. So ganz nach dem Motto der Juni-Botschaft: Community-Leiste jeden Montagabend und natürlich auch auf Facebook. Neue Bausteine für dein neues Leben. Das war die Geschichte, die jetzt die Energiequalität hat. Neues Leben und die Bausteine. Da sind wir alle gerade dabei. Lass uns loslegen und gucken, was jetzt für Bausteine, sprich, welche Ideen, welche Handlungen, welche Themen bei dir dabei sind, sich zu verwirklichen. Ja. Worum geht es die nächsten Wochen? Spirit, sei so gut. Wassermannkinder, 6-6-Portal, neues Leben, aufwachen aus dem Dornröschenschlaf. Zeig mir mehr, bitte. Mit welcher Gruppe bin ich hier verbunden? Danke. Danke. Okay. Hier ist jemand dabei, sich von einer Last zu befreien. Es kann sich hier auch um reinen Tisch machen, handeln, um frischen Wind und Energie willkommen zu heißen. Ein bisschen. Eine leichte Blockade spüre ich aber hier. Das ist so dieses Gefühl, dass hier jemand noch ein bisschen zu sehr versucht, das Glück im Außen zu suchen. Weißt du, wie ich meine? Erst wenn die Person das und das macht, erst wenn diese Situation so und so kommt, das kennen wir alle. Aber in dieser Gruppe ist es ganz, ganz stark jetzt hier spürbar. Und die Botschaft im Grunde genommen bis jetzt an die Wassermannkinder, mit denen ich andocke, ist, dass sie dich erinnern möchte, dass das Glück eben nicht im Außen zu suchen ist. Und wir sind alle gerade dabei, aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen. Das heißt, das ist schon mal die erste Message für die kommenden Wochen, dass da jemand sich langsam aber sicher entscheidet, das Glück eben nicht mehr im Außen zu suchen. Wenn die Kinder das und das machen, dann bin ich glücklich. Wenn sie etwas machen, was mir nicht gefällt, oder der Ehepartner oder der Kollege, dann bin ich nicht glücklich. Gerne auf dieses Thema ein bisschen so sich selber ein bisschen beobachten in kommender Zeit. Okay, hier wird auf jeden Fall Ordnung geschafft. Das finde ich super schön. Und es geht auch viel um die Aufrichtigkeit. Klarer kommunizieren. Es wird sehr, sehr viel um klare Kommunikation gehen. Hier lernt es auch jemand irgendwie wieder, sich klar auszudrücken. Und die Zwillingsenergie ist ja wirklich ein Meister in klarer Kommunikation. Das wird hier einigen ganz, ganz arg helfen. Lass uns weiter gucken. Hier kommt man gleich mit der Tür ins Haus. Das ist ja so. Von den Botschaften her ist es ganz, ganz klar eigentlich, was deine neuen Bausteine, deine neuen Prioritäten sind. Klar ausdrücken, was ich will oder nicht. Und das Glück nicht im Außen suchen. Schöne Geschichte, weil das eine Reise ist für alle gerade, ne? Aber hier scheinst du für dich diese Lektion jetzt in Angriff zu nehmen.
Worum geht es hier noch bei den Wassermann-Kindern? Merci. Deine Kinder, spannend. Also hier geht es bei einigen auch um Kinder. Und deine Kinder sind erwachsen. Und lass deine Kinder einfach mal machen. Das sind nur ein paar. Aber für die ist diese Message hier ganz, ganz klar. Sie müssen dich nicht glücklich machen. Deine Kinder sind nicht da, um dich glücklich zu machen. Sie sind da, um sich selber glücklich zu machen. Und du brauchst das nicht bei deinen Kindern zu suchen. Es sind wenige, aber es scheint wichtig zu sein, sonst würde es ja nicht kommen, richtig? Himmlische Zeichen, ja, sehr schön. Das ist toll. Hobbys. Welche Hobbys hast du? Gerne an deine Hobbys wieder andocken. Für einige von euch sehe ich sehr, sehr viele Sportler und kreative Leute. Das darf als Neubeginn jetzt wieder, das wird auch, höre ich gerade, das wird jetzt, du wirst dahin gepusht gerade. Und die himmlischen Zeichen, du kriegst deine Synchronizitäten sowieso, ne? Wochenbotschaft steht auch da, hier wird es einfach nur bestätigt. Lass uns gucken, falls es mit Liebe oder einer zwischenmenschlichen Geschichte zu tun hat. Also klare Kommunikation, die war nämlich auch umgekehrt, ja. Die Maske fallen lassen, ja, keine Verleumdungen, ganz ehrlich und klar kommunizieren. Das ist so etwas, was sich gerade drehen möchte, ändern möchte. Danke dir. Herzöffnung für einige. Vielleicht darfst du jetzt einen Schritt auf deinen Wunschpartner zugehen. Klar kommunizieren. Schaff Ordnung. Erwarte vielleicht da auch nicht so viel. Ne? Das ist ja auch diese Glücklichkarte, die umgekehrt war. Einfach, dass du das für dich tust, dass du für dich klar kommunizierst, ohne dass du irgendein, wie soll ich sagen, einen bestimmten Ausgang erwartest. Weil dann bist du wieder abhängig, wie jemand reagiert, ne? Hier geht es um Herzöffnung, ganz viel Herzöffnung. Und das passiert, wenn du vom Herzen redest. Du darfst ohne Angst lieben. Und auch Liebe empfangen. Da passiert einiges. Du kriegst deine Zeichen und du bist beschützt. Wir schauen gleich mal, was Erzengel Michael jetzt dazu zu sagen hat. Schöne kleine Gruppe. Ja, hier geht es um Selbstliebe die nächsten Wochen. 6-6 Portal, der wird dich pushen auf jeden Fall. Es geht jetzt erstmal um dich. Atmen. Ich merke es ganz arg, wie sich dann dadurch mein Solarplexus auch weitet. Atme. Atme ganz tief ein. Indem du atmest, atmest du einfach diese kosmischen Energien ein. Und das hilft dir bei der Herzöffnung. Das sind so einfache kleine Werkzeuge. Ja, es ist gar nicht so schwer. Du bist gut genug. Vollmond in der Jungfrau. Ich weiß nicht, wann der Vollmond in der Jungfrau ist, aber hier passiert ganz viel Selbstliebe. Weil jemand versteht, der Schlüssel zum Glücklichsein bist du und niemand anderer. Wow. Spiritualität und Machbarkeit. Das ist so ein bisschen das, was Sie mir auch gerade gezeigt haben mit dem Atmen. Einfach am Tag einfach ein bisschen mehr zeigen Sie mir nicht. Sie zeigen mir bei dieser Wassermann-Gruppe einfach dieses Atmen der kosmischen Energien, die Sonnenstürme, die gerade wahnsinnig viele Lichtcodes haben. Mehr dazu gerne nächsten Montagabend. Da würde ich gerne, oder ein kurzes Video vielleicht machen über die Sonnenstürme, dass sie so viel Liebe und so viel Heilung auf unseren Planeten unter anderem schleusen, dass durch Atmen wir ganz, ganz viel lösen können. Das ist tief. Heute ist es echt tief hier. Vollmond in den Fischen. Okay, lass uns gucken. Spirit.
Also, kleiner Resümee. Hier fängt jemand immer mehr an zu verstehen, dass das Glück nicht im Außen zu suchen ist. Hier fängt jemand an zu verstehen, dass man klar kommuniziert, dass man so am besten zum Ziel kommt und zu den guten Ergebnissen und Erfolgen, dass man da keine Angst haben muss. Hier fängt jemand an, sein Herz aufzumachen, um diese Liebe zu geben, aber auch zu empfangen. Und hier fängt auch jemand an, wieder mutig zu werden, einen Schritt entweder auf den Wunschpartner zuzugehen mit ehrlicher Kommunikation, ohne viel zu erwarten, oder zu Menschen, wo Probleme gerade sind. Du wirst deine Zeichen kriegen. Es werden viele schöne Synchronizitäten auch kommen. Also wirklich offen sein, beobachten. Und für einige, deine Kinder sind erwachsen, sie gehen vielleicht aus dem Haus, das dürfen sie jetzt auch. Sei ehrlich. Und für einige, diese Botschaft, die ist sehr tief. Du passt jetzt auf dein inneres Kind auf. Vielleicht hat dein inneres Kind, wie bei vielen von uns, einen leichten Knacks weggehabt oder hat es noch. Und du bist aber jetzt erwachsen genug, dich um dieses innere Kind zu kümmern. Das braucht nicht im Außen irgendwelche Eltern, Mutter oder Vater. Du kümmerst dich jetzt darum. Hier ist eine große, schöne Reise, die stattfindet. Wow. Das ist das perfekte Timing gerade. Ich sehe die DNA, die sich gerade neu aufbaut. Ja, es braucht ein bisschen Zeit, aber du bist gerade wirklich dabei, dich im Grunde genommen neu zu programmieren, Wassermann-Kind. Und du siehst die DNA, ja? Und die Lichtcodes tun ja nichts anderes als Heilinformationen der DNA schenken. Das heißt, das mit der Atmung am Anfang, das macht alles total Sinn für diese Gruppe hier. Mega schön, echt mega schön. Lieber Erzengel Michael, was hast du für diese Gruppe noch so als Tipp, damit sie am besten hier surfen können auf dieser Neumond-Zwillingsenergie gepaart mit dem 66-Portal? Okay, das war ganz, ganz klar, ganz, ganz schnell Ängste loslassen. Sehr spannend, es geht nämlich schon viel um das Thema Angst hier. Wir haben es zweimal. Erzengel Michael, bitte hilf mir, mich sicher und deiner Führung würdig zu fühlen. Danke, dass du mich von deprimierenden, toxischen oder ego-basierten Gedanken oder Gefühlen befreist. 7 Tage, morgens und abends, kann ich jedem immer nur ans Herz legen. Heilung ist sehr, sehr einfach gerade. Und aus dem Grund durfte ich auch Erzengel Michael heute holen, damit ihr die Affirmationen habt. Schöne Geschichte. Hier geht's echt ins Herz, bei sich innen. Es geht um inneren Frieden, der hier gerade das neue Leben, diese neuen Bausteine peu à peu immer stärker als Fundament nicht nur, sondern auch als Umgebung gerade gebaut werden. Toll. Wassermannkind, genießt den Juni. Denk daran, diese Zeitqualität ist echt hervorragend für offene und ehrliche Kommunikation. Ja, tu es dir zuliebe und auch Missverständnisse klären, auch eine gute Sache. An alle Singles, welche Art von Menschen möchtest du in dein Leben ziehen? Das ist so aufschreiben einfach. Neumondenergie ist immer eine gute Zeit dafür. Und speziell jetzt geht es sehr, sehr viel um Beziehungsdynamik. Danke für deinen Besuch hier. Danke für dein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ich melde mich bei zu dem Vollmond im Steinbock und Sommersonnenwende. Bis dahin, alles, alles Gute. Tschüss.